Glück. Auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, es ist raus, ich bin ein klickgeiler, Capslook-süchtiger Perversling, dass ich vielleicht hier und da mal ein Pornoheftchen kaufen sollte. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin total zerstört. Nein Leute, einfach nur ein bisschen Spaß hier am Anfang. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, ich war gerade mit meinem Husky eine chillige Runde spazieren, habe dann auch ein bisschen in meinem Haus renoviert, ob ich überhaupt ein Video dazu machen sollte oder ein Gegenvideo, wie man es auch immer nennen will. Ich habe aber einfach keinen Bock auf dieses Niveau. Alle Leute, die mich kennen, wissen, dass mich sowas nicht interessiert. Ich möchte trotzdem zwei, drei Worte dazu verlieren, dass einfach meine Abonnenten wissen, was gerade passiert ist und warum so viele Dislikes auf meinen Videos sind. Ein etwas größerer YouTuber, der 70k plus Abonnenten hatte, einen Monat lang nichts gebracht hat und ansonsten nur über irgendwelche Leute herzieht und auf einen draufhaut, besonders auf kleinere YouTuber, die sich ja nicht wehren können, hat er ein kleines Hate-Video gegen mich gestartet. Natürlich sind erstmal die ganzen kleinen Fanboys auf meinen Channel gewandert und haben fleißig meine Videos gedisliked. Aber soll ich euch was sagen, Leute? Es interessiert mich einfach nicht. Diese Dislikes sind überhaupt nicht aussagekräftig. Sie werden auf YouTube auch überhaupt nicht berechnet und sonst was. Das Einzige, was er mit dieser Aktion gebracht hat, mehr Abonnenten auf meinen Channel. Ich habe einige korrekte Leute jetzt kennengelernt, die mich abonniert haben, die mich auf Facebook angeschrieben haben und so weiter. Ich kann nur sagen, vielen Dank für diesen Support. Mehr fällt mir da einfach nicht ein. Und wenn man Videos auf diesem Niveau produzieren muss, um überhaupt irgendwelchen Content zu bringen, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht das ein oder andere auf seinen Channel ändern sollte oder vielleicht ganz aufhören sollte. Das soll es auch eigentlich schon dazu gewesen sein. Wie gesagt, auf solche Leute will ich mich gar nicht einlassen. Warum auch? Das wird auch nicht der letzte gewesen sein. Ich finde es extrem lustig. Wie gesagt, ich wollte dir einfach nochmal danken, weil du ja bestimmt dieses Video jetzt auch schauen wirst, für deinen Support. Du hättest mich auch einfach anschreiben können und hättest mich fragen können, hey, kann ich ein bisschen Werbung für dich machen? Wäre auch überhaupt kein Thema gewesen. Ansonsten machen wir das halt einfach so. Nächste Woche Samstag will er nochmal ein kleines Video über mich rausbringen. 19 Uhr, glaube ich, soll es auf seinem Channel stattfinden. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle, dass du wieder den ein oder anderen Abonnenten durch diesen komischen Scheiß, den du da fabrizierst, auf meinen Channel bringst. Und ansonsten bin ich raus aus der Sache. Hebt mich einfach nicht. Ja, ich habe mit meiner Freundin drüber geredet. Sie wird mir auf jeden Fall ein paar Pornoheftchen kaufen. Und das YouTube-Money werde ich auf jeden Fall investieren, dass ich mein Haus fertig bauen kann. So viel steht auf jeden Fall fest. Und mit diesen Worten will ich mich verabschieden. Bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.